Bin ich da richtig bei McKinsey Beratung? Ja, richtig, genau. Wir sind hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir würden gerne wissen, wie wir die Umfragewerte der AfD runterkriegen könnten. Was sagen Sie? Durch mehr objektive Berichterstattung, weniger Wählerbeschimpfung? Okay. Und wir sollten Jan Böhmermann entlassen? Nee, also tut mir leid. Das passt überhaupt nicht zu unserem Demokratieverständnis. Wiederhören. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, so oder so ähnlich könnten solche Gespräche ablaufen, aber in der Praxis hat es sich ja gezeigt, dass es ein ganzes System mittlerweile gibt an Zusammenarbeit gegen die Oppositionspartei der AfD. Und wir werden heute uns mal die Konsequenzen dessen anschauen, was einerseits aus der Regierung kommt, also aus der Bundesregierung, aber auch aus der Politikerkaste insbesondere, die sich halt die ganze Zeit als demokratisch selbst bezeichnen. Wir werden uns auch angucken, wie das Ganze mit all den ganzen Gremien und Beratern zu tun hat, die diese Bundesregierung wiederum halt regelmäßig beraten, wie zum Beispiel die Ökonomie und so. Dann werden wir uns natürlich auch noch die Rolle der Medien anschauen und auch auf die gesellschaftliche Dimension des Ganzen eingehen, um dann am Ende das Ergebnis hier zu präsentieren, warum es eigentlich dazu kommen konnte, dass mittlerweile, wie man hier sieht, die AfD sogar ganz klar die CDU in Sachsen jetzt überholt hat, und zwar um ein Vielfaches. Im Vergleich zur letzten Umfrage noch im April haben sie jetzt nochmal richtig ordentlich zugelegt. Und man sieht jetzt hier, schaut mal, ne, im Vergleich zur Landtagswahl 2019 hat jetzt die AfD um 7,5% zugelegt und die CDU um 3,1%. Da sieht man hier also insgesamt aktuell CDU nur noch auf 29%. Das bedeutet, wenn die jetzt, nehmen wir mal an, das wären jetzt die Wahlen, und die wollten tatsächlich wieder in die Landtagsregierung, dann müsste die CDU nicht mehr nur mit den Grünen zusammen, das wären nämlich nur 35%, die müssten sich zusätzlich auch noch ein bisschen mehr Reserveunterstützung aus der Ampel holen, nämlich von der SPD. Und das würde ja immer noch nicht reichen, weil dann wären wir erst bei 42%. Da bräuchten sie also entweder noch die Linke und die FDP auch noch mit dazu. Das heißt, man kann hier sehen, die CDU müsste quasi überall wie so in der Kirche mit der Kollekte so herumlaufen und überall bei allen übrigen kleinen Parteien in Sachsen noch anbetteln, ob sie nicht zusammen in die Regierung wollen, wenn sie die Brandmauer gegenüber der AfD weiterhin noch erhalten wollen. Aber der Chef der AfD in Sachsen, Jörg Urban, hat bereits gesagt, dass es ja innerhalb der CDU langsam nach und nach bröckelt mit der Brandmauer, insbesondere in Sachsen. Und ich meine, wenn man sich jetzt auch einfach mal vorstellt, was will eigentlich das Souverän, ja, also was will eigentlich das Volk in Sachsen, dann sieht man ja auch ganz klar die Tendenz. Nämlich, wenn jetzt zum Beispiel die CDU mit der AfD zusammen regieren würde, ne, da hätten sie ja eine so knallharte, absolute Mehrheit hier, also bei 64% oder was das ist, das wäre halt einfach der absolute Wahnsinn, ja. Aber schauen wir mal einfach, wie es sich entwickelt. Und wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation anschauen und mal so ein bisschen begründen, warum ist denn eigentlich die AfD immer stärker und stärker geworden? Da müssen wir natürlich einfach mal anfangen bei den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch zahlreichen anderen Medien. Und die Kampagnen, die mittlerweile gefahren werden, so als wäre nichts passiert in den letzten Jahren, so als hätte es gar keine Entwicklung zum Beispiel auch im Internet und so gegeben mit alternativen Medien, so und als könnte man weiterhin beispielsweise einfach regelmäßig in den Sendungen Leute ausgrenzen, Leute diffamieren und niemand würde das irgendwie interessieren, weil es keine anderen Menschen mehr mit irgendeiner Stimme oder so gäbe. Ich meine, dass man nicht die AfD-Politiker in die Talkshows einlädt, ist ja nur das eine. Aber dass man beispielsweise ständig und immer wieder sogenannte Experten interviewt, ohne deren politische Vergangenheit oder deren politischen Hintergrund mitzuerklären und uns das noch als objektiv verkaufen will
Und dann vor allem, wenn das aufgedeckt wird, diesen Fehler nicht eingesteht und abstellt, sondern es immer weiter und weiter macht, zeigt ja eigentlich, dass uns dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie für dumm verkaufen will. Und das ist natürlich eine Tendenz, die immer mehr Bürgern, vor allem natürlich jenen in Ostdeutschland, die ja mit so einem Einheitsfunk schon regelmäßig Erfahrung gemacht haben auch, eine Sache, die man nicht mehr unbedingt akzeptieren will, ne? Der zweite Medienpunkt ist natürlich die, wie soll ich sagen, dieser Filz zwischen Medien und Regierungspolitik. Wie kann es zum Beispiel sein, dass auch die Süddeutsche Zeitung, die ja eigentlich nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen oder so gehört, eben auch eine Diffamierungskampagne in Bayern fährt und vollkommen verschweigt, dass ihre Hauptquelle für diese ganze Recherche einfach mal versucht hat, sogar schon für die SPD zu kandidieren, auf SPD Parteitagen und so weiter Reden hält, in den Verbänden und so mit verwandelt ist und all das in der Recherche mitten im Wahlkampf einfach unterschlägt. Und auch wenn diese Rolle der Medien natürlich niemals unterschätzt werden darf, muss man trotzdem sagen, spielt die Hauptverantwortung natürlich immer noch innerhalb der Regierungspolitik statt. Weil würden jetzt zum Beispiel überall, sowohl im Bund als auch in den Landtagen und so, die Ampelkoalition oder die ganzen schwarz-grünen Koalitionen, die wir auch häufig haben, gute und souveräne Politik machen, dann würden ja die Bürger auch entsprechend mehr Wohlstand noch sich selbst erhalten können und aufbauen können und hätten gar keinen Grund unbedingt, auch aus Protest andere alternative Parteien und so zu wählen. Aber einerseits hat man einfach die katastrophale Politik unter Merkels Rigide einfach nahtlos fortgeführt und jetzt sogar noch intensiviert, wie man ja an den ganzen ökonometrischen Daten und so weiter auch ablesen kann. Ich unterlasse es jetzt hier heute mal ausnahmsweise in diesem Video, das schon wieder alles aufzuzählen mit Inflation und Wohnungsnot und so. Das ist dann irgendwann auch immer wieder eine Wiederholung. Aber jetzt kommt eben auch noch dazu, dass es nicht nur innerhalb des Medienkomplexes, sondern auch noch innerhalb der ganzen Berater und so weiter und der Wirtschaftsinstitute immer mehr Parteiergreifung gibt, ja, wo dann zum Beispiel auch ein Marcel Fratscher sich äußert und sagt, ja, die AfD-Wähler sind ja eher so in Richtung Verschwörungstheorien unterwegs und die wissen ja gar nicht, was sie da eigentlich wählen, weil die Politik der AfD würde ihnen ja am meisten schaden und so. Hier hat jemand eigentlich also diesen Pfad der unabhängigen ökonomischen Berichterstattung und so einfach verlassen. Und somit kann natürlich auch der Bürger mittlerweile die Entscheidung treffen und zu sagen, na gut, okay, wenn der jetzt auch noch von der Regierungsseite gegen die Opposition ist, ja, dann gibt es ja irgendwann überhaupt gar keine unabhängige Beratung mehr in der Bundesregierung. Also wo gibt es eigentlich noch Berater, die sozusagen das Ganze mal wieder ein bisschen mehr in eine objektive oder mittige Richtung rücken? Die gibt es scheinbar irgendwie aktuell nicht. Und es ist natürlich die auch die Politikerkaste selbst und deren Umgang mit eben den Bürgern direkt, all die ganze Wählerbeschimpfung und so weiter, die man sehen kann, sei es jetzt vom Bundespräsidenten, sei es von den Innen- und Außenministern und so, das ist natürlich eine Sache, die auch immer wieder auch dazu beiträgt. Oder dann eben auch solche völligen Entgleisungen, wie wir gestern ja gesehen haben im Video von Frau Domke, der kommt. Und da ist natürlich so eine richtige Sache. Ich meine, man muss auf der einen Seite sagen, ganz klar, ich würde das zum Beispiel niemals um einen Kamm scheren. Das heißt, wenn ihr mich jetzt fragt, glaubst du, diese Frau steht jetzt irgendwie für die gesamte Partei Die Grünen? Auch wenn man jetzt vielleicht eher denken könnte, ja, es gibt sicherlich auch andere mit einer ähnlichen Haltung, würde ich immer sagen, nein, man kann nicht von einem einzigen Politiker in keiner Partei immer direkt auf die ganze Partei und so schließen. Aber natürlich hat das immer ein Geschmäckle und kommt natürlich bei den Bürgern immer weniger und weniger gut an. Ja, und wenn du jetzt das alles mal zusammennimmst und jetzt auch noch dazu addierst, dass wir auch aus den ganzen Medienkrisen und so weiter nie irgendwie gesellschaftlich lernen, sondern dass das Ganze ja sogar noch intensiviert werden soll. Ne? Weil immer so dieses Thema, wenn man jemand anprangert, häufig sogar aus dem Dunkeln und aus dem Anonymen heraus, versucht öffentlich fertig zu machen
ohne dass jemals eine Anzeige stattfindet, so dass sich die entsprechende Partei auch dagegen richtig wehren kann, ja, weil es in diesem Fall nämlich gut wäre, weil man dann eben weiß, okay, was wird konkret vorgeworfen, jetzt habe ich die Möglichkeit, selber rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und dagegen vorzugehen. Aber wenn alles anonym sozusagen aus dem Netz kommt und wenn man dann versucht, dich irgendwie so fertig zu machen und zu canceln, ökonomisch dir deine Grundlage nehmen will und so, ist das natürlich viel schwieriger und so, sich zu wehren. Und wenn man jetzt noch sich anschaut, dass die Reaktion darauf auch noch die ganzen Denunziations- und Meldestellen sind, die das Ganze nochmal in Zukunft verschärfen werden, da stellt sich jetzt die Frage, naja, also irgendwann ist es doch einfach nur noch offensichtlich, oder? Dass auch immer mehr Menschen, die normalerweise vielleicht vorher SPD oder CDU gewählt haben, sagen, hey, diese Clownshow, die kann ich mir jetzt wirklich selber auch nicht mehr antun und deswegen muss ich jetzt einfach auch mal diese Alternative hier eine Chance geben. Das ist jedenfalls meine Interpretation der aktuellen Faktenlage, aber ich bin interessiert an eurer Meinung. Haut sie hier gerne unter dieses Video mal mit rein. Sanfte Grüße.